Hallo liebe Freunde unseres Kanals, liebe Zuschauer. Hallo, Swadika. Ja, wir sind heute unterwegs in Richtung Bali Hype hier. Ja. Ihr seht hier oben diese Ruine, also wisst ihr grob, wo wir sind. Die riesige Autoschlange links von uns hat was zu bedeuten. Und was, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Heute wieder mal ein Groß-Event hier bei uns in Pattaya. Ja, Auto, ne? Was mit Autos, genau, irgendwas mit Autos. Ja, typisch Thai. Was ist das? Ja, also das ganze Veranstalten nennt sich hier Coffee and Cars. Ah. So, also sprich Kaffee und Autos. Entschuldigung, ich vergessen den Namen, Yuen. Ja, nicht schlimm. Die große, ja, dieses große Motto hier ist eigentlich eher die Autos. Wenn jemand in Deutschland zum Beispiel die Friedrichshafener Tuning World kennt und so weiter, dann kann man das hier so ein bisschen mit vergleichen im Kleinen. Also Leute stellen ihre getunten, hergerichteten, lauten Autos alle hier zur Verfügung, zeigen die halt ein bisschen, man trifft sich mit seinen Kumpels, man redet über die neuen Vergaser, über die neuen Auspuffe, wie in 4 Stundenkilometer das Ding noch schneller ist und. Wir haben gesehen viel, ne? Ja. Viel kommen. Also hier von Krise und irgendwelchen Sorgen gar nichts zu sehen. Ja. Heute nur Fun, nur Spaß. Die Leute völlig verrückt mit ihren Autos. Wer Thailand kennt, kennt das ja auch, dass die auf der Straße wie die verrückt mit den lauten Auspuffen immer rumfahren und so weiter. Ja. Heute war das mal legitim. Heute durften sie Krach machen, heute durften sie ihre Autos zeigen. Wie verrückt. Naja, die Jungs haben halt Spaß und Mädels wahrscheinlich auch, da rumzuschrauben an den Dingern, rumzubauen. Wir sagen euch gleich, wir sind nicht so die großen Autofans. Unsere Autos stehen in der Garage, wir steigen ein, drehen den Schlüssel rum, das Ding fährt. So, das ist alles, was wir von Autos wissen. So, wenn ihr uns also jetzt fragt, ja, welches Modell, welches Baujahr, warum tiefer gelegt, warum breiter, warum lauter, welcher Vergaser, wir haben keine Ahnung. Ja, genau. So, wir genießen hier die Show, wir genießen die Autos, wir zeigen die euch ein bisschen, wie das hier aussieht, wie das Festival, wie das Event hier abgelaufen ist. Wenn uns aber nichts mehr einfällt zum Reden, dann hören wir einfach auf und spielen euch nur noch Musik ein, damit ihr die Bilder ein bisschen genießen könnt. Wie so viel Modell oder wie Leute Typ, ne? Ja. Jede Leute war Typ, ne? Ja, die Leute haben da wirklich gefachsimpelt, die wussten dort alles über die Autos, die wussten, welches Rad, welche Schraube da viel verchromt war und so weiter. Wir natürlich keine Ahnung von solchen Sachen, wir schauen es von der Optik her an. Aber vor und Ende hat er keine Parkplatz bei Bali High. Nö, die Leute haben stundenlang da in der Schlange gestanden, um dort überhaupt hinzukommen. Ja. Natürlich heute auch noch ein Samstag, das heißt auch noch viele Besucher, die zu den Fähren wollten, die zu den Schiffen wollten. So, das war also ein riesiges Verkehrschaos. Da wir natürlich wieder Salatmak schlau waren, sind wir schon unten an der Kreuzung ausgestiegen, da wo die Kartbahn ist, und sind das letzte Stück zu Fuß gelaufen, weil das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, hier mit Auto oder Moped herzufahren. Ich habe gesehen, viele Autos von Bangkok oder andere Stadt kommen. Ja, die sind von überall hier angereist. Ja. Es ist ja so eine kleine Tour, ich glaube, diese Coffee and Cars Tour, die geht durch viele Städte von Thailand und wird dann immer rumgezeigt. Es gibt da halt große Flächen, wo man sich dann so trifft und halt die Autos dann ausstellt. Die Leute kennen sich untereinander. Du hast es ja gesehen, viele auch so in Gruppen oder in Clubs mit den gleichen T-Shirts und die kommen dann da zum Quatschen und alles Mögliche. Mhm. Ich habe zum Mut schon gesagt, schau mal, halb dicke Jungs, halb dicke Autos, aber eine heiße Schnecke am Start. Ja. Wenn das also kein Grund ist, sich so ein Auto zuzulegen, dann ist das vielleicht noch was, ja? Mhm. Damit kannst du die Mädels hier in Thailand scheinbar noch beeindrucken. Ich liebe normale Auto, aber hat Go ohne Ende besser. Das ist ja für dich. Wir reden ja hier von anderen Mädchen. Entschuldigung. Wir reden hier von anderen. Und ihr seht es auch schon, Autos aus allen Herren Ländern, also auch deutsche Fabrikate dabei, amerikanische, alles aus dem asiatischen Bereich natürlich. Und dann umgebaut, was nur ging. Ja. Leute natürlich auch gerne sitzen, zuschauen, quatschen die ganze Zeit. Das ist natürlich so ein Spaß, den sie da haben.
wie einmal treffen zusammen und reden, ne? Und genau. Welche Modell oder welche Bau oder was Cocktails oder so. Und dann hat T-Shirt verkaufen oder Skateboard auch, ne? Genau, ja, und auch Ersatzteile überall haben sie verkauft, ja. Lackreiniger, Öl. Also wie so ein, ja, wie man sich so eine Messe, so ein Tuning-Event vorstellen könnte. Genau. Hier geht es mehr um das Zeigen der Autos, als darin rumzubauen oder irgendwelche Teile neu zu machen. Aber ich glaube auch, dass vielleicht die ein oder andere Werkstatt hier noch einen Job an Land gezogen hat. So, okay, kannst du mir das so und so und so bauen? Kannst du den Motor mir so und so tunen? Die haben ja überall auch diese Zettelchen verteilt, wo man sagt, hey, die Motorenwerkstatt von Bum Bam Bai macht genau das. Keine Ahnung, was die da auf dem Zettel stehen hatten. Aber dann, ja, der Motor könnte nochmal und dann nochmal 5 PS mehr. Und dann, wenn du dann um die Kurve kommst, kannst du nochmal mit 2-3 Stundenkilometer mehr. Oder vielleicht wir schon alter oder keine Ahnung was. Naja, für uns ist ein Auto eher was Praktisches. Wir haben ja den einen oder anderen gesehen, der direkt an der Bordsteinkante gestrandet ist. Hat für mehrere 10 oder 100.000 Thai Baht sein Auto aufgebaut. Ja. Über den Bodenschweller kam er nicht. Da war das ganze Chassis gebrochen und mussten zwei Leute ihm das Auto erstmal über die Bodenschwelle heben. Dann hört für mich der Spaß auf. Gut, der Junge hat vielleicht Spaß und fängt dann morgen früh wieder an zu schrauben an seiner Karre. Das kann ja auch gut sein. Ja, morgen früh ist noch ein gutes Stichwort. Morgen früh ist in Pattaya ab 6 Uhr die Beach Road gesperrt. Dort werden die ganzen Autos in so eine Art Autokorso, in so eine Art Prozessionsfahrt nochmal hinfahren und sich dann aufstellen und zeigen. Aber wir haben entschieden, dass wir nicht 6 Uhr aufstehen morgens, oder? Das werden wir wohl nicht machen, aber hier sieht man ja die Autos auch schon mal. Und wir haben ja auch gleich ein paar Aufnahmen noch, wie die Autos hier fahren. Ja. Wie gesagt, heute durften sie mal laut, die Polizei hat hier alles durchgewunken, hat das alles in richtige Bahn gelenkt. Heute brauchte keiner Angst haben wegen dem lauten Auspuff oder irgendwas. Ja, ja. Es sind halt natürlich auch viele Showcars dabei gewesen, die eigentlich für den normalen Straßenbetrieb gar nicht geeignet sind, weil die einfach so tief gelegt sind, weil der Motor so komisch ist, die Räder so vertikal abgestanden haben. Schade, Otto. Kannst du nicht mitfahren auf der Straße, aber hier kann man das mal rumzeigen. Hier ist man dann auch lustig. Unter seinesgleichen. Ne? Genau. So, hier verstehen die Leute was davon, bis auf uns beide natürlich. Der Typ Junge, ja? Genau, so ist das. Aber auch viele Ausländer, die hier leben in Thailand oder in Pattaya, hier zu Besuch, haben sie natürlich auch hier informiert, haben sie es angeschaut. Vielleicht sind sie ja auch so heimliche Tuning-Fans und weiter. Man weiß es ja halt immer nicht. Genau. Aber ist halt schon interessant, lockere Stimmung. Hier sind wirklich keine Gespräche über Krise oder über irgendwelche komischen Geschichten. Hier ging es nur ums Auto. Alle nur freundlich. Bei Otto, ne? Ja, also alle sind verrückt. Wenn du dich damit auskennst mit dem Motor, dann hättest du hier 150 Kumpels gehabt auf einmal. Ja. Ja, ich kann dir da nicht viel erklären zu dem Auto. Es tut mir wahnsinnig leid. Unser Otto immer Check-up bei Firma. Ja, dafür haben wir kann das ja auch alleine neu. Selber. Ich bastel an so einem Auto gar nichts mehr rum. Eins, was ich mache, sind vielleicht die Fußmatte sauber, aber das war es dann auch schon. Das ist alles nicht mehr unser Job heutzutage, das machen alles die Firmen. Bei so einem modernen Auto fummelst du da nicht rum. Ja, besser. Ja, die ersten Bilder, die ich jetzt gesehen habe bis hierher, die waren so relativ am frühen Nachmittag, es ging um 16 Uhr los. Wir waren natürlich deutsch, wir sind pünktlich gewesen, wollten auch noch mal so ein paar Eindrücke vor dem ganzen Gewusel da haben. Ihr habt es jetzt schon gesehen. Und jetzt Nachmittag, nach einer kleinen Pause, sind wir da nochmal hingegangen. Mhm. Und naja, das ist halt jetzt am Abend, ist die Stimmung halt nochmal ein bisschen besser. Es sind noch mehr Leute da gewesen, noch mehr Autos. Und das ist natürlich auch das, wo ich denke, wo die Leute ihren Spaß haben. Das wird jetzt die ganze Nacht hier heute gehen. Mhm. So, da wird keiner nach Hause fahren wollen oder nach Hause gehen wollen, sondern die bleiben wahrscheinlich, vielleicht schlafen die sogar in ihren Autos da auf den Parkplätzen, wer weiß das schon. Ja. So, also für die Jungs, für die Mädels, genau, ist das ein riesengroßes Treffen hier, wie so eine große Familie. Was aber auch nicht schlimm ist, weil lass die doch das machen. Das ist ein schönes Hobby, wenn das Kleingeld da dafür da ist. Oder einige haben auch uralte Oldtimer hier aufgebaut oder ganz komische Vintage-Cars, wo der ganze Lack runtergeschliffen wurde und so weiter, weil das einfach ihr Design ist. Dann ist es einfach mal so. Nicht kurz, Leute, so viel verrückt nach Otto. Oh, doch. Es kommt so viel. Doch, das kann ich mir in Thailand ganz gut vorstellen. Leute sind, du kennst ja auch, dass die viele Handwerker sehr, sehr gut sind beim Bauen, beim Tempel bauen und. Und bei Autos sind sie genauso gut. Es gibt immer Leute, die sehr, sehr gut so handwerkliche Sachen sind. Das können Thai-Leute.
Nur sie müssen es halt wollen. Und sie müssen daran Interesse haben. Wenn du jetzt redest wieder von deinem Haus bauen, daran haben sie nicht Interesse. Die haben Interesse an dem Geld, aber nicht an dem Haus. Hier spielt das Geld erstmal eine sekundäre Rolle. Hier haben sie Spaß an dem Auto. Und hier wird alles gemacht. Hier wird mit Liebe, hier wird ganz ordentlich gearbeitet. Total sauber, wenn du siehst, wie die Chassis gemacht sind, wie die Innenausstattung gebaut ist, wie die Motoren, mit jedes Detail sauber gemacht. Mhm. Das ist interessensbezogen. Wie gesagt, an deinem Haus, an der Reparatur von deinem Garten oder sowas, da haben die kein Interesse. Da wollen sie nur die Kohle haben. Ja. Aber hier, das ist ihr Hobby, das ist ihr Spaß. Und hier sind sie alle verrückt danach. Was denkst du, wie viele Millionen Fotos hier gemacht sind, wie viele Stunden Filme hier entstanden sind? Hast du die Profi-Ausrüstung gesehen? Mit Drohnen sind die da geflogen und so weiter, um das aufzunehmen. Ja, ich habe gesehen, ja. So. Und damit, wie gesagt, wenn die Leute sich für irgendwas interessieren, wenn es ihre eigenen Sachen sind, dann geben die sich Mühe. Mhm. Und du kannst dir so ein Auto auch in Europa bauen lassen, aber es kostet ein Vermögen. Es macht wieder irgendeine Werkstatt, weil du selber vielleicht gar nicht das machen kannst und machen darfst. Hier, das Zeug wird in Hinterhofwerkstätten geschraubt. Ganz kleine Dinger, wo dann die ganzen Kumpels Tag und Nacht sitzen. Zeit spielt ja keine Rolle. Geld spielt ja keine Rolle. Die kriegen das alles langsam zusammen. Und dann ist das halt irgendwann so schön und dann kannst du es auch zeigen, wenn du über den Bodenschweller kommst hier. Dann hat sie mehr Pech gehabt. Dann ist sie halt unter Boden gerannt weg gewesen. Bei mir kennt er nur unseren Otto nur fahren nach Rotas oder unseren Profi einfach zu der Wohnung oder nach Hause. Es gibt ja Leute, die wie die Verrückten hier fahren, wie Rennfahrer. Ist ja denn auf der Kartbahn, da bist du nicht so schnell. Aber hier. Material, ich nicht schnell. So ein Auto ist nicht für dich. Nee. Bei uns zu Hause wie eine Verrückte. Aber hier vorsichtig, ja, ist auch besser so. Besser. Ja, ihr seht auch, also jetzt abends hier noch mehr Leute auf dem Balihai-Platz hier. Sehr, sehr viele kamen auch von den Fähren, die jetzt irgendwie am Tagesausflug auf den Inseln waren. Und haben sich dann abends hier auch nochmal die Autos angeschaut und so weiter. Also vom Tag her optimal, Wetter grün, Samstag natürlich auch viel los hier und die Leute alle dabei, entspannt. Auch viel mehr wird uns eigentlich nicht einfallen, was wir uns euch noch erzählen können. Wir lassen euch mit den letzten Bildern hier alleine, tun euch ein bisschen flippige Musik drauf. Es lohnt sich dran zu bleiben, weil die Autos, die jetzt noch kommen, die Mädels, die jetzt noch kommen, sind eigentlich ganz interessant. Und dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren und freut euch auf die nächsten Videos von uns. Da wird noch einiges kommen. Bis bald. Wir sagen tschüss. Tschüss.